und wir jetzt wieder dran. Und mit ihr die Hektik vom Tag, eure Traum sind auch jetzt aus dran. Und mit ihr auch die Plan. Am Donnerstag, den 26. April, fand die Vernissage zu einer ganz besonderen Ausstellung in der GIGA statt. Das Thema Schubladendenken. Die Plattform Wieder das Vergessen beschäftigt sich mit der neueren Geschichte von Ansfelden. Was die Ausstellung so sehenswert macht, sind die Werke der jungen Bürgerinnen und Bürger, die sich in der NMS Ansfelden und den Horten der Stadt mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir sind die HS Ansfelden, die 4a und die 4b, und wir sind von unserer Deutschlehrerin, der Frau Hauer, gefragt worden, ob wir da mitmachen wollen. Und wir treten auf mit Stell dir vor und We are the world. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day, so let's not give in. Die heutige Vernissage ist einem dunklen Kapitel in unserer Lokalgeschichte gewidmet. Kulturstadträtin Renate Heitz eröffnete die Ausstellung und besondere Wertschätzung hat die Vernissage dadurch erfahren, dass die Gemeinderatssitzung extra dafür unterbrochen wurde. Schubladendenken ist eine Ausstellung, in der sich Künstlerinnen aus dem Raum Ansfelden dem Todesmarsch von Mauthausen nach Gunskirchen annähern, denn das Wissen darüber ist noch immer gering. Ja, da ist sehr wohl ein Wissensdefizit. Es gibt zwar an der Route entlang des Todesmarsches Massengräber, die aber weit ab von bewohntem Gebiet sich befinden und man eigentlich keine Zusammenhänge weiß. Mir ist es selbst so gegangen, ich bin in Ansfelden aufgewachsen, meine Großmutter lebte in St. Florian, bin immer an diesem Grab vorbeigegangen, aber ich habe es nicht in einen historischen Kontext setzen können, was da tatsächlich geschehen ist, weil mir die Geschichte niemand erzählt hat. In Bildern, Fotos, Texten und mit verschiedenen Materialien ist diese Annäherung beeindruckend geglückt. Davon konnten sich mehr als 100 Menschen bei der Vernissage in der Galerie im Gemeindeamt überzeugen. Ich bin bei der Initiative Wieder das Vergessen in Ansfelden. Wir machen schon seit 20 Jahren fast Gedenkveranstaltungen zum Todesmarsch der Jüdinnen und Juden von Mauthausen nach Gunskirchen. Das Thema Schubladendenken vielleicht ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken und da im weiteren Sinn natürlich auch zu mahnen an die Vorurteile, an die Ereignisse, die damals passiert sind vor 70 Jahren, wo es sehr stark um Schubladen, um Kategorisieren, um Beurteilen der Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion gegangen ist. Die Todesmärsche waren eigentlich nichts anderes wie organisierter Massenmord der Nationalsozialisten damals in den letzten Tagen des Dritten Reiches. Ein besonderes Schaustück der Ausstellung ist ein Schubladenkasten, der einlädt, verschiedene Laden zu öffnen und sich dabei Lade für Lade berühren zu lassen, von einem Mix aus damals und heute. Wir haben mit dem Wort Schubladendenken immer wieder Buchstaben abgepickt und quasi so die Worte verändert, vom Blenden, Hand, Ende. Also es lässt sich eine unendliche Kette an neuen Wortkreationen aus dem Wort Schubladendenken neu schreiben. Ich schaue mir gerade die Sprüche an und es gibt wirklich wahnsinnig interessante. Besonders gut gefällt mir dieser hier von Albert Einstein: Ein kluger Kopf passt unter keinen Stahlhelm. Das finde ich sehr schön, sehr poetisch. Für die Plattform Wieder das Vergessen war die Vernissage ein gelungener Startschuss für die heurigen Gedenkveranstaltungen zum Todesmarsch. Die Ausstellung ist noch bis 8. Mai 2015 in der Galerie im Gemeindeamt in Haid zu sehen. Eine kurze Begebenheit, damit man sieht, wie diese Angelegenheit damals auf die Menschen gewirkt hat und nachgewirkt hat, ja, damit man diese Frage vom Grundsatz her ein bisschen angehen kann. Bei diesen Vorbereitungen dieses Marsches, den wir da gemacht haben, bin ich zufällig vorbeigekommen beim Kriegerdenkmal von Ansfelden im Ort, wo das heutige ABC gleich daneben steht. Ne? Das hat es damals noch nicht gegeben. Und da steht eine ältere Dame und da war eine Fahne heraus, war beflaggt.
Und da kommt eine zweite ältere Dame dazu und sagt, sag einmal, was ist denn leicht heil für Tag, was ist denn da leicht los? Hat die eine gesagt, die schon da war, was hat gesagt? Da denken sie heute an die Juden, weißt du, die was damals durchgetrieben haben. Oh Gott, hat die andere gesagt und ist sofort davon gerannt. Also das war 23 Jahre nach dieser Angelegenheit, also nach 45. Und man kann alleine aus dieser Begebenheit sehen, wie schrecklich die Frauen, die Männer waren ja fast alle im Krieg, das damals erlebt haben, wie es den Menschen da ging. Ich möchte mich da also nicht verbreitern. Und wenn heute wiederum Menschen glauben, man sollte wieder etwas Ähnliches von der Durchsetzung her und so weiter machen, dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, das können wir sicher überhaupt nie mehr brauchen. Und ich bin auch ein entschiedener Gegner zum Beispiel der Aufhebung des sogenannten Verbotsgesetzes. Ja? Weil wenn wir das aufheben, dann haben wir wie in Italien oder in anderen Ländern einen Hitlerwein, den man verkaufen kann zum Beispiel, und dergleichen Dinge braucht man in einer Demokratie wie bei uns nicht.